Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video im Recording Blog. Mein Name ist Björn und heute geht es um das Thema verlustfreies Musikstreaming. Ja, verlustfreies Musikstreaming gibt es schon eine ganze Weile und der wohl bekannteste Anbieter dafür ist Tidal. Allerdings liegen die deutlich größeren Marktanteile, was den Streaming-Markt angeht, wohl bei Apple Music, Amazon Music und natürlich bei Spotify. Spotify hat vor einiger Zeit angekündigt, ein verlustfreies Streamingangebot in ihre Plattform zu integrieren, das sogenannte Spotify Hi-Fi. Amazon Music ist dem jetzt aber zuvorgekommen und hat relativ still und heimlich Amazon Music HD, also High Definition, in ihre Streaming-Plattform integriert. Auch Apple hat jetzt angekündigt, ab circa Juni mit Apple Lossless auch auf diesen Zug aufzuspringen. Was bedeutet das jetzt für deine Produktion und was gibt es alles zu beachten? Wenn du dich dafür interessierst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Was bedeutet denn überhaupt verlustfreies Musikstreaming? Verlustfreies Streaming bedeutet, dass die Plattformen wie Spotify und Co. das Audio in höchstmöglicher Qualität ihren Nutzern weitergeben können. Verlustfrei bedeutet also, denn die Produktion in 44,1 Kilohertz und 24 Bit gemastert und beim Distributor hochgeladen wurde, steht genau dieses Format dann auf den Plattformen zur Verfügung. Verlustbehaftete Formate im Gegenteil äh, oder im Gegensatz sind dann zum Beispiel MP3 oder AAC wo man deutlich geringere Dateigrößen und natürlich deutlich weniger Speicherplatz benötigt, aber auch einen Verlust in der Audioqualität hat. Die Anbieter unterteilen gerne nochmal in zwei weitere Kategorien. Amazon Music zum Beispiel unterteilt nochmal in HD und in Ultra HD, wobei HD für CD-Qualität, also 44,1 Kilohertz und 16 Bit steht und Ultra HD für alles, was darüber liegt, also beispielsweise auch schon für 44,1 kilohertz und 24 Bit. In welcher Qualität der Nutzer am Ende des Tages streamen kann, hängt von einigen Faktoren ab. Die digital zu Analogwandler in unseren Smartphones oder Tablets und auch Laptops, ähm, können meist nur äh, Audiodateien bis 48 Kilohertz und 24 Bit abspielen. Das heißt, wenn wir wirklich eine Audiodatei, sagen wir mal, in 192 Kilohertz und 24 Bit auf einer High-Resolution-Plattform anbieten, dann benötigt der Hörer am anderen Ende einen externen, also einen zusätzlichen digital-zu-analog-Wandler, um dieses Signal überhaupt in der Qualität abspielen zu können. Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Nutzung von Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern. Bei Apple, also bei iOS-Geräten ist es so, dass der Bluetooth-Codec nicht ganz so gut ausgereift ist. Das heißt, dort kann maximal in AAC, also im Apples Pendant zur MP3-Qualität gestreamt werden. Anders bei Android-Geräten, dort ist es möglich, auch in bis zu 48 Kilohertz und 24 Bit über Bluetooth an ein Gerät oder an Kopfhörer zu streamen. Es gibt noch zwei weitere sehr wichtige Faktoren, wenn wir über verlustfreies Audio Streaming sprechen. Nämlich zum einen die Internetverbindung. Wenn wir unterwegs sind und mobile Daten nutzen und trotzdem High Resolution verlustfreies Audio streamen wollen, dann schlägt das natürlich ganz schön auf unsere Datennutzung. Darüber muss man sich im Klaren sein. Im WLAN sollte das natürlich überhaupt kein Problem sein. Der andere wichtige Punkt ist Speicherplatz. Das heißt, wenn wir uns Musik auf unsere mobilen Geräte herunterladen, um sie dann offline hören zu können, benötigt eine ähm, verlustbehaftete Datei, also das, was wir bisher eben von den Streaming-Diensten kennen, im Durchschnitt circa 5 bis 12 MB-Speicherplatz. Eine HD-Datei, also beispielsweise in 44,1 kHz und 16-Bit, braucht im Schnitt irgendwas zwischen 40 und 60 mb, wobei eine High-Resolution, also in allerhöchster Qualität vorliegende Datei auch schon mal zwischen 150 und 250 mb Speicherplatz auf deinem mobilen Endgerät einnehmen kann. Was bedeutet das also für deine Produktion? Nun ja, du solltest dir von Anfang an im Klaren darüber sein, in welchem Format dein Track denn mal erscheinen soll, weil nachträgliches Verändern der Sample Rate oder der Bittiefe keinen großen Sinn macht, sondern du erhöhst damit einfach nur die Datenmenge, ohne wirkliche Informationen hinzuzufügen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das sogenannte Dithering. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass du im Mastering, wenn du deine Songs selber masterst, äh, beim Limiter oder anderen Mastering-Tools darauf achtest, dass dort der dizzling algorithmus entweder deaktiviert ist oder eben auf der Bittiefe eingestellt ist, die du am Ende des Tages auch haben möchtest. Viele Limiter oder Tools, die ein Dithering mit an Bord haben, sind von Haus aus warum auch immer auf 16 Bit eingestellt. Wenn du also in 24 Bit arbeitest und möchtest, dass das finale Master auch in 24 Bit vorliegt, dann solltest du das Dithering unbedingt ausschalten oder eben anpassen, so dass äh, du dann wirklich in 24 Bit am Ende des Tages auch bleibst. Ich persönlich freue mich sehr über die Veränderungen am Streaming-Markt und hoffe, dass wir dann bald auf allen Plattformen verlustfrei Musik hören können. Wie sind deine Erfahrungen mit High-Resolution-Audio? Bist du vielleicht schon Kunde bei Tidal oder nutzt du andere Anbieter und Seiten, um dir Musik in höchstmöglicher Qualität vielleicht zu kaufen? Schreib's uns auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare und ich freue mich wie immer. Auf den Austausch mit euch. Jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao.